Herzlich willkommen zu einem neuen Newsflash, diesmal in einer etwas sommerlicheren Kulisse im Rosarium. Mein Name ist Rebecca und die neuesten Nachrichten erfahrt ihr jetzt. Ganz ehrlich, abgeschrieben hat doch jeder mal in der Schule. Mittlerweile glaube ich ja auch, dass die Lehrer öfter mal ein Auge zugedrückt haben. Aber nach so einer Klassenarbeit genoss man auch noch lange nicht das Ansehen eines Doktors. Den Doktortitel hat ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft jetzt verloren, weil er schummelte. Mehr als 90% seiner Doktorarbeit sollen abgeschrieben sein und sein Zeugnis zur Bewerbung an der Uni soll er auch noch gefälscht haben. Das hat jetzt einen Stein ins Rollen gebracht. Gleich darauf wurde bekannt, dass ein weiterer Plagiatsfall an der Fakultät für Physik derzeitig geprüft wird. Na, schon die lautesten Jodel heute abgecheckt? Gestern Abend schrieb jemand: Manchmal vergesse ich, dass Göttingen nicht nur aus Studenten besteht. Genau deshalb ist die Jodelkultur hier in Göttingen auch so ausgeprägt. Was so viele an dieser App reizt, ist wohl die Anonymität, unter der man mal ganz hemmungslos seinen Senf dazugeben kann. Aber auch das will seine Grenzen haben. Wegen Belästigungen gegenüber einer Dozentin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wurde jetzt Strafanzeige erstattet und in Vorlesungen hat ein Professor den Studenten die Leviten gelesen. Über seine Krawatte könne man sich bei Jodel ruhig auslassen. Aber schamlos die Anonymität zur Schädigung anderer ausnutzen, geht dann doch zu weit. Aber zum Glück ist das ja nur ein Einzelfall. Den meisten von euch dürfte er schon aufgefallen sein. Der mysteriös verpackte Klotz am Göttinger Bahnhofsplatz. Der birgt ein Denkmal für die Göttinger Sieben. Genauer gesagt handelt es sich um eine Nachbildung des Ernst-August-Denkmals vor dem hannoverschen Hauptbahnhof. Allerdings ohne Ross und Reiter. Der 160 Tonnen schwere Sockel wird in ironischer Anspielung auf das Reiterdenkmal die Inschrift »Dem Landesvater seine Göttinger Sieben« tragen. Zum Verständnis, in Hannover steht geschrieben »Dem Landesvater sein treues Volk«. Darunter die Namen der berühmten Göttinger Professoren. Diese Liste wird dabei allerdings um den Namen der Künstlerin Christiane Möbus ergänzt. Gerade dieses Detail ist es, welches das Kunstwerk unter anderem so umstritten macht. Für die einen eine Anmaßung, für die anderen eine Geste der Solidarität und Aufruf zur Zivilcourage. Eurer Interpretation wird dann vermutlich im Herbst freien Lauf gelassen werden, wenn das 480.000 Euro teure Werk enthüllt wird. Im kommenden Wintersemester werden wieder 400 internationale Studierende an der Universität Göttingen begrüßt. Vielleicht habt ihr auch schon mal ein Auslandssemester gemacht und wisst, wie schwer es sein kann, sich in der neuen Heimat auf Zeit zurechtzufinden. Mit dem Team von Göttingen International könnt ihr euch ehrenamtlich engagieren, neuen Studierenden bei den täglichen Herausforderungen behilflich sein und gleichzeitig neue Kontakte und Freundschaften knüpfen. Falls ihr also Lust habt, mitzumachen, könnt ihr euch gerne bei Göttingen International bewerben. Weitere Infos gibt es auf der Homepage. Das Boat People Projekt ist ein freies Theater, das sich mit unterschiedlichsten Themen wie Migration, Homosexualität und Konsum befasst. Mit großem Erfolg verließ zuletzt das Stück Weltpolitik Reaktionsventil die Bühne. Ein Team von professionellen Regisseuren, Dramaturgen und Schauspielern präsentieren gemeinsam mit Laien die Problematiken über die Minderheiten am Rande der Gesellschaft. Wer sich ebenfalls künstlerisch mit einbringen möchte, ist herzlich willkommen, bei dem nächsten geplanten Projekt im Oktober mitzuwirken. Mehr Infos gibt es auch hier auf der Homepage. Ganz freien Lauf könnt ihr eurer Kreativität beim zweiten Göttinger Kurzfilmfestival im Februar nächsten Jahres lassen. Das steht unter dem Motto »Mach mal halblang«. Bis zum 30. September könnt ihr eigene Filme mit einer Länge von maximal 15 Minuten einreichen. Bis zu 2.000 Euro Preisgeld könnten für euch dabei rausspringen. Zu guter Letzt noch der übliche Kulturtipp von uns. Im Impro-Stück »Make Your Horror – Das improvisierte Grauen« wartet das Ensemble auf eure teuflischen Ideen. Nach euren Vorgaben wird also der Horrorfilm eurer Wahl improvisiert. So könnt ihr zum Beispiel entscheiden, wer zum Bösewicht wird. Der menschenfressende Riese mit Verdauungsproblemen? Das mordlüsterne Einhorn mit einem Vaterkomplex? Oder vielleicht doch der Hinterwäldler, der nicht weiß, wie mit der Kettensäge richtig umgegangen wird? Ihr habt die Wahl. Am 1. August geht es in der Notaufnahme des Theaters im OP los. Das war's für diesen Monat von uns. Genießt die Semesterferien und bis zum nächsten Mal.